Die Marieke Reimann hatte eben das Thema Wahlalter schon angesprochen und das ist total fantastisch, weil ich dann diesen Umstieg jetzt gar nicht selber machen muss, obwohl es gar nicht abgesprochen war. Es ist trotzdem sehr hilfreich. Thorsten Faas würde ich jetzt gerne mal auf die Bühne bitten, weil wir jetzt nämlich noch eine Viertelstunde die Zeit nutzen werden, um über das Thema Wahlalter in Deutschland und die Frage debattieren werden sollte, ist, sollten die Jugendlichen schon früher wählen können? Ich komme mal rüber. Ach genau, ein Mikrofon, genau. So, bleibt nur gerne sitzen, wir sind gleich fertig. So, bitteschön. Thorsten Faas von der FU Berlin. Es gibt eine Studie, finanziert durch die Otto-Brenner-Stiftung, zum Thema Wahlalter. Wahlalter mit 16, Wahlalter mit 18. Und da wir jetzt, die ist auch noch nicht veröffentlicht, aber weil wir quasi unter uns sind hier auf dieser Bühne, beziehungsweise in diesem Raum, haben Sie angekündigt, schon mal so ein paar grundlegende Punkte mal mitzubringen. Wie ist denn da eigentlich der Status quo? Weil ich fand das ganz interessant, allein bei Sachsen-Brandenburg kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, es gibt Unterschiede und es gibt eigentlich einen völligen Flickenteppich, oder? Ja, absolut. Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass wir auch die Gelegenheit haben, hier heute einen kleinen Einblick in diese Studie zu geben. Tatsächlich ist Deutschland an der Stelle wirklich föderal, könnte man sagen, aufgestellt. Wir haben drei Typen von Bundesländern. Wir gehen ja irgendwie so davon aus, geprägt durch Bundestagswahlen, Europawahlen, wählen mit 18 ist so das, was gilt. Das stimmt natürlich so gar nicht, wenn man mal auf die föderale Ebene tatsächlich geht. Haben wir Bundesländer, Schleswig-Holstein zum Beispiel, da wird bei Kommunalwahlen wie bei Landtagswahlen mit 16 gewählt. Wir haben Bundesländer, da wird bei Kommunalwahlen mit 16 gewählt, bei Landtagswahlen mit 18. Wir haben aber immer noch Bundesländer, Bayern, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da gilt durchweg wählen mit 18. Und jetzt haben wir ja gerade von Frau Reimann schon gehört, das ist ja durchaus was, was man diskutieren könnte, wo man auch über die Effekte mal nachdenken könnte und wo man auch ehrlich gesagt gegenüber den jungen Leuten, Sie haben Brandenburg, Sachsen angesprochen, irgendwie auch in Rechtfertigungszwänge kommt. Da war es ja nämlich so, um den Punkt nochmal aufzugreifen, die Brandenburgerinnen und Brandenburger durften mit 16 wählen am gleichen Tag und es gibt ja auch eine lange Grenze zwischen beiden Bundesländern. Die jungen Menschen in Sachsen, die dürfen dann erst ab 18 wählen. Wie erklärt man denn das eigentlich, den 16-, 17-Jährigen in Sachsen, warum sie nicht wählen dürfen, warum die in Brandenburg dürfen, warum die anderen nicht? Also das ist eine echte Herausforderung, finde ich, für unser föderales System. Es gibt gute Gründe für 16, es gibt gute Gründe für 18, nur diese Beliebigkeit, die scheint mir ein echtes Problem zu sein und wir wissen eigentlich gar nicht so recht, was das mit jungen Leuten macht. Weil ich finde das ja interessant, das ist ja eine politische Debatte, die ja immer wieder Konjunkturen hat. Also die würde jetzt, ich habe gerade mal nachgeschaut, in Nordrhein-Westfalen, irgendwie wurde das jetzt kürzlich wieder angestoßen von der SPD, zu sagen, man möchte dort das Wahlalter für die Landtagswahl auf 16 senken. Katharina Barley, als sie noch Justizministerin war im Bundeskabinett, auch für die SPD, die hatte das nochmal angestoßen, das ist dann wieder abgeräumt worden. Ich fand das ganz interessant, weil das ist so eine politische Debatte, die immer wieder kommt, aber weiß man denn eigentlich genügend über die Effekte? Also man kann dieses Muster erstmal erklären, das hat damit was zu tun, dass es in manchen Landesverfassungen in der Verfassung steht, als Wahlalter mit 18, das hat die Konsequenz, dass sie eigentlich eine Allparteienmehrheit brauchen, um dieses Wahlalter zu ändern. Und es gibt eben mit der Union und inzwischen auch mit der AfD politische Kräfte, die dagegen sind, ganz offen. Was sind denn die Gegenargumente? Warum, wo liegt das Problem in deren Wahrnehmung? Also ganz spannend, das ist auch eine typische Wahl-O-Mat-Frage für diejenigen, die das interessiert, wo die Parteien ja dann auch Gründe anführen. Wo dann sehr häufig eben auf Volljährigkeit verwiesen wird. Die Volljährigkeit ist an 18 geknüpft. Auch das passive Wahlalter, also wer darf sich eigentlich zur Wahl stellen, ist an die Volljährigkeit geknüpft. Und die Gegner argumentieren dann immer, ja, dann fällt irgendwie sozusagen die Volljährigkeit und das aktive Wahlalter auseinander. Dann darf ich zwar wählen, aber kein Auto kaufen. Wie kann das denn sein? Und dann darf ich zwar wählen, aber nicht gewählt werden. Das ist doch komisch. Da schwingt natürlich auch ein Stück weit mit, dass die jungen Leute nicht reif genug sind, dass sie sich vielleicht nicht genug dafür interessieren. Aber ehrlich gesagt, wir wissen gar nicht so viel darüber, ob das eigentlich stimmt. Und insofern war es für uns tatsächlich, um nochmal auf die Studie zu kommen, eine sehr schöne Gelegenheit, einfach dieses, wenn Sie so wollen, natürliche Experiment Brandenburg-Sachsen zu nutzen, wo eben auf der einen Seite der Grenze Wählen mit 16 geht, auf der anderen Seite nicht, um endlich auch mal ein bisschen Empirie sozusagen in diese Debatte zu bringen. Denn es könnte ja, also ja, man kann sagen, die sollen nicht wählen, weil die interessieren sich nicht dafür.
Aber das Argument kann man natürlich auch genauso gut umdrehen. Warum sollten sie sich denn interessieren, wenn sie nicht wählen dürften? Und das sind so Argumente, die man natürlich mit Empirie entkräften oder erstmal prüfen kann und vielleicht auch entkräften kann. Tatsächlich finden wir vergleichsweise wenig Interessensunterschiede nach Wahlalter oder nach Alter. Da finden wir eigentlich, ja, wie gesagt, keine fundamentalen Unterschiede. Was ist denn da jetzt rausgekommen bei dieser Studie? Ja, also wir sehen schon tatsächlich, dass Wahlberechtigung mit Menschen, mit jungen Menschen etwas macht. Dass beispielsweise, das ist so ein bisschen die Frage, was Ursache und Wirkung ist, aber die Eltern reden zum Beispiel ganz viel mit wahlberechtigten Kindern. Wir finden also, dass 16-, 17-Jährige häufiger davon berichten, dass sie sich über Politik auseinandersetzen, wenn sie wahlberechtigt sind. Bleibt so ein bisschen offen, ob die jungen Menschen ein Informationsbedürfnis haben gegenüber ihren Eltern oder ob die Eltern ein sozusagen ein Sendungsbedürfnis gegenüber den wahlberechtigten Kindern haben. Aber es zeigt erstmal, dass das was macht mit Umfeldern, mit Kontexten. Wir sehen, ich habe eben schon mal den Wahl-O-Mat angesprochen, den ich ein spannendes Instrument finde, weil er einen sehr niedrigschwelligen Einstieg zur Politik bietet. Wir sehen, dass 16-, 17-Jährige, die wahlberechtigt sind, auf solche niedrigschwelligen Instrumente viel stärker zurückgreifen, als das nicht wahlberechtigte junge Menschen tun. Die nutzen das auch, weil es eben so etwas Spielerisches hat. Aber sie fangen an, sich zu informieren. Sie fangen an, nach Politik, nach politischen Informationen zu suchen. Und insofern, wie gesagt, ist dieses Argument, die dürfen nicht wählen, weil sie nicht genug wissen, wirklich ein bisschen zu kurz gesprungen. Was konkret habt ihr denn untersucht? Mit wie vielen Jugendlichen habt ihr in Sachsen und in Brandenburg gesprochen? Also tatsächlich ist das eine der großen Herausforderungen für die Jugendforschung, für die Wahlforschung, die sich mit jungen Menschen beschäftigt. Wir haben ja die Studie von Politics auch gesehen, die da auch ein wirklich erfrischendes Ausnahmebild zeichnet, weil man muss einfach sehen, Stichwort demografischer Wandel. Wenn man eine repräsentative Studie für Deutschland heute durchführt, 1000 Befragte, dann hat man da 20, 30, 40 junge Leute drin. Und da auf der Basis kann ich vergleichsweise wenig sagen über junge Menschen. Wir sind ein bisschen anderen Weg gegangen, wir sind über Einwohnermeldeämter gegangen, wir haben da auch als Wissenschaftler tatsächlich gewisse Möglichkeiten, dass man uns Zugänge, Adressen zur Verfügung stellt. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir tatsächlich 6000 junge Menschen befragt haben, insgesamt in Sachsen und in Brandenburg und damit natürlich tatsächlich eine Datenbasis haben, die uns auch, und das fiel ja eben auch schon in der Diskussion, Differenzierungen ermöglicht, denn genauso wie es nicht die Wessis, die Ossis, die Alten, die Jungen gibt, ja, ich habe es gerade schon gesagt, gibt es eben auch nicht die jungen Leute, sondern wir reden da natürlich auch über Ungleichheit. Welche Rolle spielt das Elternhaus? Welche kompensierende Rolle kann vielleicht die Schule spielen? Aber dazu muss man natürlich genügend Fälle, Interviews haben, um in diese Differenzierung reinzugehen. Und das ist tatsächlich was, was diese Fallzahl und die Studie uns tatsächlich ermöglicht. Wann wird es denn veröffentlicht, wenn man da mehr wissen will? Also Projektende ist tatsächlich im kommenden Jahr, aber die Daten, also wir haben es, das sollte ich vielleicht nochmal explizit machen, der Anlass waren die Landtagswahlen eben in Brandenburg und in Sachsen, sprich die am 1. September stattgefunden habenden Wahlen. Das heißt, wir haben im Nachgang dazu befragt, die Daten sind jetzt da, die 6000 Online-Interviews, die wir geführt haben an der Stelle und wir stecken gerade mitten in der Auswertung, also ich fürchte, für den Weihnachtsbaum reicht es noch nicht, aber vielleicht für den Januar, wenn es so ein bisschen dunkel und trist ist, dann kann man vielleicht erste Ergebnisse von uns dann auch in Schriftform lesen. Wird dann tatsächlich schon zu lesen sein. Genau. Ist es denn so nach Ihrer Erfahrung, die Sie machen konnten, ein probates Mittel, um tatsächlich auch die Wahlbeteiligung anzuheben? Ich meine, bei den letzten Wahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, hat man ja fast explosionsartigen Anstieg der Wahlberechtigung gesehen. Das ist ja jetzt nicht mehr so das Riesenproblem, wie es vielleicht 2013, 2014 war. Aber was weiß man über diese Effekte bei der Senkung des Wahlalters? Die Wahlbeteiligung, um jetzt mal ein bisschen zu provozieren hier, wird sinken. Sozusagen die Beteiligung als Quote. Das heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass nicht mehr Menschen von einem Wahlrecht Gebrauch machen. Also sozusagen die absolute Zahl der Stimmen wird natürlich steigen. Aber da sollte man jetzt auch gar nicht, und auch niemand im Raum sollte das tun, auf die jungen Leute von heute zeigen. Die 18-, 19-, 20-Jährigen und vor allem dann auch die nächste Gruppe, die 21-, 22-, 23-, 24-, 25-Jährigen,
sind immer schon diejenigen gewesen, die wirklich eine deutlich, deutlich niedrigere Wahlbeteiligung an den Tag gelegt haben, als dann eigentlich alle späteren Generationen. Also mit dem Alter steigt auch die Wahlbeteiligung. Das ist tatsächlich ein nahezu linearer Anstieg, den wir seit den 40er, 50er Jahren, seit der ersten Bundestagswahl eigentlich so beobachten können. Aber die spannende Frage ist, kann es nicht trotzdem einen nachhaltigen Effekt haben? Und das Argument, was häufig in der Literatur dann zu finden ist, ist, dass vielleicht das Wahlalter 18 das denkbar ungünstigste ist, weil sie damit junge Menschen zum ersten Mal wählen lassen, wenn die mitten in so einer Umbruchphase sind, wenn die ja vielleicht das Elternhaus verlassen, sich neu orientieren, die Eltern als häufig dann eben doch relativ politische Einflusspersonen ersetzt werden durch junge Peers, wenn man so will, die dann doch vielleicht ein Stück weit weniger politisch sind und dass damit sozusagen die erste Wahlerfahrung vergleichsweise verpufft, wenn man so will, und das Wahlalter 16 dagegen Chancen eröffnet, über schulische Kontexte, eben auch über das Elternhaus, nochmal stärkere Impulse zu setzen. Man muss allerdings ein bisschen Wasser an der Stelle an den euphorisch stimmenden Wein vielleicht gießen. Stichwort Gleichheit, Ungleichheit, denn Wahlalter 16 heißt ja nicht, dass alle mit 16 wählen, sondern dass manche mit 16, manche sind dann halt 17, manche 18. Und wer ist dann noch in der Schule? Das sind natürlich potenziell eher Menschen, die auf einem sozusagen formal höheren Bildungsweg unterwegs sind. Gymnasium oder sowas. Gymnasium, Abitur anstreben. Das heißt, unter Gleichheitsaspekten ist es kein Selbstläufer, lassen Sie mich ja so formulieren. Das muss man schon im Auge behalten, ob man nicht sogar Dinge verstärkt, die ohnehin schon natürlich im wahlpolitischen Prozess angelegt sind. Waren denn, nur jetzt mal zurückblickend jetzt unter diesem Datensatz, den Sie jetzt schon gesehen haben, irgendwelche Überraschungen dabei? Dinge, wo Sie sagen würden, wow, das hätte ich jetzt so überhaupt nicht erwartet? Also wir fragen auch nach Mediennutzungsverhalten beispielsweise und ich weiß nicht, was Sie so für Klischees, Stereotype im Raum haben, was junge Menschen so an Mediennutzung an den Tag legen. Telefone vielleicht? Telefon, verrückt, ja. Facebook zum Beispiel ist total out bei jungen Leuten. Das, und daran, finde ich, merkt man, wie schnelllebig wir eigentlich in der heutigen Zeit leben. Also wir haben praktisch 100% bei WhatsApp, bei YouTube. Bei Facebook-Nutzungen sehen wir so 35% sowas. Mhm. Ne? Das ist dann was, was die Eltern nutzen, wenn man so will. aber damit auch uncool natürlich zugleich. Also, und ich finde, das ist so ein, und was findet man dann so? Ehrlich gesagt, ganz viel. Ein bisschen Twitter für die eher Interessierten, TikTok. Kann man Studierende auch mit schocken heutzutage, wenn man sagt, nutzt jemand TikTok? Und dann sagen, nee, keine Ahnung. Aber das ist halt das, was junge Menschen tatsächlich nutzen. Ein bisschen Snapchat, also eine unglaubliche Ausdifferenzierung. Instagram hat da, glaube ich, noch irgendwo Instagram, gefehlt. Instagram, absolut, ja, so. Das ist richtig. Vielen Dank, das ist auch tatsächlich ein Blockbuster. Gehört ja auch zu Facebook, insofern. Unter sozusagen Konzernstrukturaspekten nicht ganz irrelevant. Aber eben fehlt es ja auch schon mal, wenn wir so eine Idee haben, wie erreichen wir überhaupt noch junge Menschen, dann sind das natürlich gigantische Herausforderungen. Dieses ritualisierte Tagesschau-Gucken, das gibt es nicht mehr. Tageszeitung lesen, viel ja eben sozusagen, ich glaube 10% berichten, dass sie täglich eine Tageszeitung lesen. Aber es ist eben auch nicht so, dass an die Stelle Internetnutzung tritt, sondern wir haben einfach auch weite Teile der Jugend, wo nichts ankommt, wo politische Informationen sehr rar gesät sind. Und das ist auch ein Aspekt, der manchmal bei dieser ganzen und ohne Zweifel mega wichtigen Debatte um Extremismus, Hass, aber wir haben auch eine Herausforderung, dass überhaupt Politik bei Menschen ankommt. Und ich finde, das kommt manchmal so ein bisschen zu kurz, wenn wir sozusagen gesellschaftlichen Zusammenhalt denken, dann ist auch sozusagen die Frage, reden wir, worüber können wir noch reden, sinnvollerweise, eine, die wir sehr ernst nehmen müssen. Ja. Herzlichen Dank, Herr Faas. Danke. Thorsten Faas von der FU Berlin. Ja. Auch an Sie nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank nochmal an das Panel, Ina Reber, Marike Reimann, Annika Lieber und Rainer Faus. Herzlichen Dank für die Debatte. Applaus